Am Sonntag ist Landtagswahl. Sind Sie auch schon so aufgeregt? Es ist Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern. Mecklenburg-Vorpommern oder wie man im Rest der Republik gerne sagt, Rügen ist ja ganz schön, aber... Nochmal kurz zur Auffrischung. Der aktuelle Ministerpräsident heißt Sellering. Der Herausforderer von der CDU heißt Kaffier. Sellering und Kaffier. Der eine klingt nach Suppengrün, der andere wie ein neuer Van von Citroën. Der Kaffier, jetzt auch als Siebensitzer. Die Wahlbeteiligung lag schon letztes Mal, vor 5 Jahren, bei 50%. Jetzt ist auch noch Ferienzeit. Das heißt, die ganzen Vorpommern und Pomeranzen sind überhaupt nicht da. Die paar verbliebenen Wähler werden entsprechend massiv umworben, zum Beispiel hier von Sellering. Ich taufe dich auf den Namen Kalle. Das ist Kalle. Das ist Kalle. Und das Rentier denkt, Kalle, nur weil du Erwin heißt, soll es mir noch schlechter gehen? Dich wähle ich nicht, du Honk. So, nein, ernsthaft. Das sind natürlich ganz normale Termine, die man als Ministerpräsident absolvieren muss. Klar, worum geht es jetzt im Wahlkampf? Geht es um die hohe Arbeitslosigkeit von 9%? Geht es um den Wegzug von qualifizierten Fachkräften, vor allem von jungen Frauen? Geht es um die vor sich hin dümpelnde Wirtschaft? Nein, Thema Nummer 1 in Mecklenburg-Vorpommern sind ja die Flüchtlinge. Nun waren Ende Juni 23.000 Flüchtlinge gemeldet in Mecklenburg-Vorpommern. Das sind gerade mal 1,4% der Bevölkerung. Viele davon ziehen auch weiter, die wollen gar nicht bleiben. Das Hauptthema, das, was die Parteien im Moment beschäftigt, ist aber Integration. Also vor allem Integration von AfD- und NPD-Forderungen in das eigene Parteiprogramm. Genau deswegen sagt jetzt der Ministerpräsident, für das Erstarken der AfD trägt die Bundeskanzlerin eine große Verantwortung. Es war und ist ein Riesenfehler von hoher moralischer Warte, so zu tun, als sei diese Politik alternativlos. Bitte keine hohe moralische Warte. Gut, Mecklenburg ist Flachland, da kann man auch keine sehr hohe moralische Warte erreichen. Die guten Umfragewerte der AfD bedrohen natürlich die etablierten Parteien in Mecklenburg-Vorpommern ganz erheblich. Die NPD zum Beispiel. Ja. Die liegt nur noch bei 3%. Die sind fassungslos, die sind außer sich. Ja, kein Wunder, dass der Fraktionschef Pasteurs ziemlich nervös wird. Hören Sie mal, was er den Kollegen von Panorama erzählt hat. Schauen Sie sich die Reden von Herrn Höcke an. Der kopiert mich. Ich gehe dafür ins Gefängnis. Oder werde zumindest verurteilt dafür, was ich sage. Und der fischt mit seinen Reden irgendwo am rechten Rand ab. Ist denn das zu fassen? Die AfD fischt am rechten Rand ab? Unverschämt sein. Also, liebe AfD-Wähler, wählt das ehrliche Original, die NPD. Schaut euch dieses Wahlplakat an. Touristen willkommen, Asylbetrüger und Islamisten abschieben. Was will uns dieses Plakat sagen? Es ist eigentlich ganz klar. Es ist ganz einfach. Wenn man sich für die NPD entscheidet, wählt man auf jeden Fall einen Arsch.